Ich habe vom Sohn des Löwen von Parel nichts Geringeres erwartet. Meine Anerkennung, dass du es den ganzen Weg bis hierher geschafft hast. Was hast du während deiner Wanderung erfahren? Die uns als Kokonmeister übertragene Aufgabe ist es, die negative Energie, die die Welt überflutet, in den Kokons einzufangen. Doch was passiert, wenn allein unsere Gegenwart dem Wald schadet? Louis, wenn ich den Jungen sehe, bin ich davon zutiefst überzeugt. Es ist der Hass gegen die Diener, der ihm Kraft gibt. Die Dorfbewohner sind alle gleich. Die Menschen fürchten sich, dass es neben ihnen noch andere gibt. Das führt jedoch nur ins Verderben. Seit Gehenas Zeiten haben unsere Seelen unendlich oft Schrecken und Verderbnis erfahren. Wie kann die wahre Reinigung inmitten von ewigem Verfall und Angst existieren? Wenn du der Auserwählte des Lichts bist, dann nimm die Zweifel von mir, die in meinem Herzen wohnen. Ich habe das Herz des blauen Kokonmeisters fest im Griff.
Diesen Jünger der Finsternis gibt es nicht mehr. Er war es, der die schwarze Seite in mein Herz einpflanzte. Aber es ist gleichsam auch ein Teil meines wahren Selbst. Wo es Licht gibt, findet man auch Dunkelheit. Du musst die Seelen deiner Mitmenschen leiten. Solange wir leben, brauchen unsere Seelen das Fleisch. Für den Fortbestand der Menschheit und für die geliebte Person. In deinem Herzen? Um welches Kind kreisen deine Gedanken? Die Weisen. Ich bin froh, dass du gesund bist. Hast du den zweiten Juwel bekommen? Wunderbar. Dieser purpurne Glanz ist der Juwel des Feuers. Es ist der Edelstein für die Prüfung des Zweifels. Vielleicht war es die Schmerze im Herzen des blauen Kokonmeisters, dass er Zweifel an seinem eigenen Schicksal hatte. Es fehlen immer noch zwei Juwelen. Lass uns den Weg für die nächste Prüfung freimachen. Für diese nächste Prüfung musst du dich in den Libellenwald der Unterwelt begeben. Meine Nagi-Magie wieder benötigst. Thank you.
Herz von der Dunkelheit verschluckt worden. Ich flehe dich an, nimm ihm nicht übel, was er getan hat. Der Grund, warum er sein Dorf verließ, war... Nun, es war, weil meine Tante gestorben ist. Sie wurde während der Tat von Gehenna als Opfer dargeboten. Mein Onkel verlor sein Vertrauen in die törichten Dorfbewohner und ließ deshalb von der Flöte ab und verschwand aus dem Dorf. Später wurde sein Dorf Golan von den Onibubu angegriffen und vom Wald verschluckt.